Hallo zusammen, wir sind die Ehrlich Brothers und sind bei der Ice Bucket Challenge nominiert worden vom Tourneeveranstalter Stefan Schornstein. Ja, und das haben wir natürlich angenommen. Und es geht ja um die Krankheit ALS, da machen wir mit, wir haben extra unsere Proben unterbrochen und jetzt nominieren wir drei Personen. Siegfried und oder Roy. Vor kurzem waren wir mit dir, Siegfried, in Las Vegas essen. Jetzt laden wir dich ein auf einen großen Eimer Eis. Noch besser. Rolf Zukowski, den super tollen Kinderliedermacher. Ja, und wen haben wir noch? Und Helene Fischer, denn ganz Deutschland wird sich mit Sicherheit darüber freuen, das wenn ich abgesprochen ja, also Helene Fischer. Wenn du, Helene, noch eine zweite Eisdusche nimmst. Ich glaube, jeder wird sich freuen. Dann kannst du noch ein drittes Mal duschen. Okay, ja, was brauchen wir jetzt? Also ihr habt 24 Stunden Zeit, ihr Lieben, und wir bereiten uns vor. Wir haben hier unsere Ice Cube Schubkarre. Yeah. Ja, also echtes Eis, kein Zaubereis, und es gibt natürlich noch ein bisschen was dazu. So, ich denke, das reicht. Und wenn wir jetzt schon kein Zaubereis verwenden, was das Wasser wärmt, dann können wir es trotzdem jetzt sehr magisch werden lassen. Los geht's! Wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Stopp! Bruder, komm rein. Gar nicht kalt! Gar nicht kalt! Ein bisschen. Aber Haarspray? Nee, scheiße. Ja, gibt's noch was zu sagen? Runter damit! Mit dir doch nicht! Was? Damit! Go! Ich gehe jetzt auf Tour, da ist wärmer. Ah. Wow! Scheiß Zauberschubkarre!